Hallo und willkommen zurück bei Sky Exchange. Bevor wir anfangen, muss ich auf eine Sache hinweisen. Ich hatte tierisch Bock drauf, hier mehr zu machen und dementsprechend nehme ich dieses Video zumindest einen Monat vor dem eigentlichen Release auf. Dementsprechend konnte ich auf eure Kommentare nicht eingehen. Aber ich habe mich vorbereitet und ich habe auch hier ein paar Sachen geändert. Nämlich habe ich hier erstmal den Baum, habe ich weggehauen. Von mir aus kann hier der Dirtblock stehen bleiben. Das ist jetzt nicht so dramatisch, aber ich habe den Baum entfernt. Und hier habe ich jetzt ein bisschen weiter ausgebaut mit einem riesigen Haufen Chests und einer ordentlichen Beleuchtung dazwischen, damit wir einfach Platz haben, unser ganzes Zeug zu lagern. Ich habe jetzt auch hier den Iron Sifter mal entfernt, damit ich nicht ständig irgendwas Pumpendes in der Hand habe. Muss ja auch nicht unbedingt sein. Da oben ist auch ein Bett, denn ich habe mir etwas überlegt, nämlich eine bessere Stromversorgung. Denn wenn wir uns richtig erinnern, meiner Meinung nach, nee, doch, es reicht aus. Also der füllt sich hier mit Strom. Es reicht aus vom aktuellen Strom. Aber das Problem dabei ist, wir haben hier gar keine Upgrades drin. Und das möchte ich ändern. Außerdem gefällt es mir nicht, dass wir da diese Coal Generator haben. Ich habe ein bisschen rumprobiert und habe erfahren, dass wir 2 Advanced Solar Panels brauchen, damit diese Crushing Factory laufen kann. Also ein Advanced Solar Panel reicht nicht, wir brauchen 2. Aber wenn wir 2 haben, dann ist der Überschuss an Energie so groß, dass ich noch weitere 4 Speed Upgrades einbauen kann, wenn ich außerdem 8 Energy Upgrades einbaue. Dann kann, also es geht nicht mehr, ich kann höchstens 8 Upgrades einfügen. Das heißt, ich kann nicht mehr als 8 Energy Upgrades einfügen und die gleichen die Effizienz nur so weit aus, dass ich höchstens 4 Speed Upgrades benutzen kann. Ein 5. Speed Upgrade und ich bräuchte ein 3. Advanced Solar Panel. Aber ich glaube, das ist tatsächlich noch nicht nötig. Wir werden uns jetzt erstmal daran machen, diese Advanced Solar Generator zu bauen. Die brauchen wir. Ich kann, wie gesagt, nicht einsehen, wie viel Strom die herstellen. Aber ich weiß, wir brauchen mindestens 2. Deshalb habe ich auch hier ein Bett gebaut. Wer es übrigens nochmal ausprobiert, so wie ich das hier gemacht habe, der wird merken, dass wir eigentlich nur 7 Energy Upgrades brauchen. Aber ich habe mir gedacht, wir machen einfach noch das 8. rein, um noch ein bisschen mehr Effizienz rauszukitzeln. Dann braucht die Elite Crushing Factory braucht dann noch weniger Strom. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wir haben mehr Strom übrig und vielleicht noch andere Maschinen zu betreiben, wie unsere Enrichment Chamber oder den Metallurgic Infuser, den wir hin und wieder auch brauchen. Also, viel Gelaber, wir müssen jetzt mal anfangen, die Advanced Solar Generator zu bauen. Dafür brauchen wir erstmal 4 normale Solar Generator und das natürlich alles zweimal, weil wir 2 von denen brauchen. Also wir brauchen Solar Generator. Da sind Solar Panel. Wir brauchen einen Enriched Alloy für jedes Solar Panel, also 3, 5. So sind es erstmal 5, 6, 7. Okay, 7 mal 4, weil wir hier 4 brauchen. 7 mal 4 sind 28, nicht wahr? Genau, 28 und hier sind 30. Wir brauchen also 30 Enriched Alloys für einen Advanced Solar Generator. Das ist Iron und Redstone. Wir wollen aber 2 bauen, also brauchen wir 60. Gut, jetzt gucken wir mal, ob wir genug haben für 60 Iron Ingots. Ne, wir haben nur 20. Das macht aber nicht allzu viel, denn wenn wir hier mal reingehen, machen wir hier oben einfach Iron. So, und da erstellen wir schon ziemlich viel und dann nehmen wir das wieder raus. Und ansonsten kann das so bleiben, wie es jetzt ist. Dann brauchen wir noch ein Redstone. So, holen wir uns hier raus. Oder so viel, wie wir können. 4 Stück. Davon brauchen wir jetzt natürlich auch 60. Oder wir könnten es natürlich in die Enrichment Chamber geben. Wir bekommen 8 raus. 8 durch 60. Ja, das ist mir jetzt 60 durch 8 ist mir jetzt ein bisschen zu blöd. Wir machen das einfach so. Okay, und dann haben wir auch genug. Wunderbar. Also, geben wir hier mal 60... von denen, was sollte das denn jetzt? So, 60 von denen da rein und 60 von denen da rein. Und jetzt wird er hier arbeiten. Sehr langsam. Aber das können wir jetzt leider nicht beschleunigen. Wir brauchen auch Iron und zwar hier, Moment, wie viel brauchen wir dafür? Für das Solar Panel brauchen wir Glass Panes. Okay. Wir brauchen also 3, wir brauchen ein bisschen Glas. So, Moment, gucken wir mal hier rein. Glas. Bam. 61. Wir haben hier eben schon gesehen, das hat ziemlich gearbeitet. Ich habe ja ein bisschen rumgebaut, deshalb hat es ein bisschen Vorsprung gehabt, aber wir haben sogar Alchemical Coal hier schon. Ziemlich viel EMC, muss man sagen. Einfach so aus dem Nichts. Finde ich gut.
So, hier bauen wir jetzt erstmal ein paar Glass Panes. Von mir aus so viel. 48, das sollte genügen. Wir brauchen hier 3. 3 mal 3 sind 9. Und dann 9 mal 4 sind 36. Ja, also gar nicht mal so viel zu viel hergestellt. Das ist ganz schön gut. Dann brauchen wir noch Iron. Moment, jetzt habe ich es aber nicht richtig gemacht, ne? Wir brauchen hier 3. 3 mal 3, 9. 9 mal 4, 36. Aber wir wollen ja 2 davon. Dann brauchen wir 72. Du lieber Himmel, dann brauchen wir ja doch noch mehr. Okay, ich stelle mir jetzt einfach einen Haufen her, ist egal. So, das sollte genügen. Was brauchen wir dann noch? Wir brauchen ein Iron pro Solar Generator. Das ist absolut kein Problem. Also brauchen wir 4. Dann brauchen wir hier nochmal 3 sind 7, zusammen sind 14. Haben wir auch an Iron, haben wir genug da. Dann brauchen wir Osmium Dust und zwar 2 pro Solar Array sind 8, sind 16. So, jetzt gucken wir mal. Wir brauchen erstmal 16 Osmium. So, dann müssen wir uns hier ein bisschen Gunpowder schnappen. Geben wir da rein und dann brauchen wir 16 Osmium. 24 haben wir bekommen, das ist in Ordnung. Und dann schmuggeln wir das hier einfach mal da in die Crushing Factory rein. So. Okay, der kann das nicht exportieren oder der wird es nicht exportieren können. Was allerdings nicht so viel ausmacht. Denn wir können uns das einfach so rausnehmen. So, das ist ja nicht schlimm, dass der das nicht exportieren kann. Gut. Das lassen wir einfach mal so. Dann können wir das hier von mir aus da überall wieder reinpacken. So, das muss jetzt ja nicht irgendwie verkommen oder so. Und da werden wir jetzt einfach mal ein bisschen das Wartespiel spielen, bis genug Osmium hergestellt ist und bis genug Enriched Alloys hergestellt sind. Was brauchen wir sonst noch? Wir brauchen noch die Energy Tablets. 1 pro Solar Generator, also brauchen wir davon auch 8 Stück. 8 mal 3 wären 24 Gold. So. Jetzt gucken wir mal, hier haben wir natürlich wieder gar nichts. Vielleicht haben wir noch ein Gold-Ingot hier rumliegen. Nee, sieht nicht so aus. Dann müssen wir hier tatsächlich wieder ein bisschen Gunpowder schnappen. Und ein bisschen Gold herstellen. Da ist es ja auch schon. So. Brauchen wir 24. Das könnte jetzt knapp werden. Gold ist recht viel wert. Müssen wir mal... warum kann ich das hier nicht reinlegen? Hä? Ich kann Gold nicht reinlegen hier. Warum denn nicht? Und warum erstellt denn der so viel? Ah doch, jetzt funktioniert das. Jetzt kann ich es aber immer noch nicht reinlegen. Ich kann aus irgendeinem Grund Gold nicht reinlegen. Ach, vielleicht weil es oben definiert war. Wenn es oben definiert ist, kann ich Gold nicht reinlegen, sondern nur rausnehmen. Ist ja interessant. Okay, das finde ich tatsächlich sehr interessant. Das wusste ich gar nicht. Gut, also 24 Gold haben wir. Dann brauchen wir auch noch Redstone. Energy Tablets brauchen wir 8 Stück. 4, keine Ahnung, ein Stack oder so. So, gib mir mal Redstone oder von mir aus 2 Stacks. Das tut jetzt auch nicht weh. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Das heißt, wir müssen nur noch auf... Oh, hier brauchen wir noch mehr Osmium. Wir brauchen nochmal genauso viel Osmium, wie wir auch Glass Pane gebraucht haben. Also, 9 pro Solar Generator. 9 mal 4 waren 36, also 72. Wir brauchen nochmal 72 Osmium. Donnerwetter! Okay, also nochmal so viel Osmium, wie wir kriegen können, was nicht sonderlich viel ist. Gucken wir mal, wie viel können wir herstellen. Machen wir mal noch ein bisschen Gold rein, denn davon haben wir mehr, als wir brauchen. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben eben gesehen, der hat noch weiter generiert, obwohl gar nichts mehr drin war, weil der hier so einen internen Puffer hat. Aber das sollte genügen, das reicht. Okay, jetzt hoffen wir mal, das hier ist fertig, 24 Osmium Dust. Und der hier... Langsam aber sicher. Sehr langsam aber sicher. Ich bin ja ganz froh, dass wir keinen Steel brauchen für das Zeug. Damit das, dass das einfach mal so läuft. So. 29 steht da jetzt. Wir brauchen 3 pro Solar Generator. So, also das ist ein Solar Generator. Das ist noch einer. Das ist noch einer. Das ist noch einer. So. Oder? Ja, genau. Das sind jetzt schon, das sind jetzt schon 4 Solar Generator. Und das wollen wir alles zweimal, also holen wir hier nochmal 3. Ich mache das jetzt nicht mit Shift, weil ich offensichtlich mehr herstellen kann, als ich brauche. Und dann würde ich hier die Enriched Alloys verschwenden. Und das wollen wir ja nicht.
Okay, Solar Panel haben wir also. Jetzt müssen wir den Solar Generator bauen. Wir brauchen aber noch Energy Tablets. Und zwar davon 8 Stück, nicht wahr? So, da können wir jetzt erst 2 herstellen. Da fehlt es uns jetzt tatsächlich an den Enriched Alloys. Da müssen wir jetzt immer wieder hin und her laufen und gucken, dass wir das herstellen können. Energy Tablets. Bam. Gut, dann fangen wir einfach mal an, stellen Solar Generator her. Jetzt fehlt uns aber wieder Enriched Alloy. Okay, wir gehen einfach mal schlafen. Wir gehen hier zum ersten Mal schlafen. Das ist tatsächlich das allererste Mal, dass wir schlafen gehen können. Und das war doch ganz in Ordnung, oder? Habe ich extra das Bett gebaut, damit wir die Nächte überspringen können, damit unsere Solar Panel wieder Strom herstellen können, wenn es erst einmal soweit ist, dass wir die haben. Weil das ist dann ganz blöd, wenn es dann in der Nacht ausfällt. Also, Solar Generator. Bam, können wir uns noch eins leisten? Jawohl. Gut, jetzt fehlen uns die Enriched Alloys. Okay, gut, es hängt jetzt alles an den Enriched Alloys. Oh, und da kommt ein Zombie-Pigman durch. Verschwinde hier, Zombie-Pigman, ich will dich hier nicht haben. Wir haben übrigens auch ein weiteres Problem bekommen, als ich hier die Basis ein bisschen ausgebaut habe, hier in diese Richtung. Da war ich plötzlich weit genug vom Dach entfernt, damit da Monster spawnen können. Weil hier oben war die ganze Zeit dunkel. Und hier hätten Monster spawnen können, wenn ich nur weit genug weg gewesen wäre. Also dadurch, dass ich jetzt hier die Basis größer gemacht habe, haben wir natürlich wieder das Problem, Monster können spawnen und da muss man echt drauf achten. Ansonsten könnte es hier ziemlich schnell, ziemlich ungemütlich werden. Und das wollen wir natürlich alle nicht. So, wie sieht's hier aus? Der ist wieder auf Null. Ich weiß nicht warum. Oh, der exportiert schon wieder nichts. Das Problem hatte ich schon mal. Der hat hier dieses Gunpowder drin, aber der exportiert es nicht. Deshalb hatte ich zwischen den Aufnahmen hier auf Push gesetzt. Und dann hat es wieder funktioniert. Jetzt habe ich es wieder aktualisiert. Jetzt hat es wieder funktioniert. Also aus irgendeinem Grund funktioniert das manchmal nicht, weil der das Exit nicht findet. Der findet diesen Output einfach nicht. Manchmal. Und ich weiß nicht so genau warum. Und das ärgert mich eigentlich ziemlich. Aber wenn wir das hier so laufen lassen, dann müsste der das eigentlich die ganze Zeit automatisch exportieren. Wir sehen hier, er exportiert ein bisschen schneller, als er herstellen kann. Der exportiert jetzt erstmal diesen einen Slot, deshalb sind die drei inaktiv. Aber irgendwie hört er manchmal auf und das ärgert mich ein bisschen. Ich weiß nicht genau, warum das passiert. Ich schiebe das jetzt einfach mal auf die Pipes, die nicht so gut sind. Es gibt einfach bessere Pipes und ich hätte gerne bessere Pipes, aber irgendwie geht es ja nicht. Wie soll ich bessere Pipes herstellen, wenn ich die entsprechende Mod nicht installiert habe? Da ist ein Advanced Solar Generator. Na, wunderbar. Dann gucken wir mal, wie viel wir hier noch herstellen können. Da fehlt jetzt wieder ein Energy Tablet. Gut. Und jetzt fehlt ein Enriched Alloy. Okay. Dann gib mir mal hier nochmal 2. Ich weiß, es ist jetzt hier ein bisschen hin und her gerenne, aber was soll man machen? So, da haben wir noch einen zweiten Solar Generator. Und da fehlen uns wieder die Enriched Alloys. Ich werde jetzt hier einfach mal kurz warten, bis die Enriched Alloys fertig sind, weil das kann es ja nicht sein. Da ist es! Das letzte Enriched Alloy. Sehr gut. Wenn wir jetzt alles herstellen können, der braucht 2 weitere Solar Generator. Das heißt, wir müssen noch 2 Energy Tablets herstellen. 1 und 2. Dann stellen wir hier einen Solar Generator her und noch einen Solar Generator. Ich habe tatsächlich richtig gerechnet. Ich bin ja so stolz. 2 Advanced Solar Generator. Sehr gut. Ich habe hier eine kleine Treppe gebaut, die habe ich einfach da gelassen, nachdem ich hier hochgehen musste, um auszuleuchten. Und jetzt werden wir hier mal, genau da werden wir ein bisschen Platz schaffen und dann hier die Solar Generator aufstellen. So, und zwar da und da. Gut, so funktioniert es, so ist das in Ordnung. Und dann schnappen wir uns noch ein paar Kabel, die haben wir hier. Die reichen auch dicke. Also, die reichen immer noch. Ich weiß nicht, ob sie dicke reichen, aber sie reichen. So, die kommen hier hoch und daran. Und die funktionieren einwandfrei, weil es Mechanism-Maschinen sind. Also da muss man sich keine Gedanken machen. Eigentlich komisch, dass man sich Gedanken darüber machen muss, ob die Mechanism-Maschinen mit dem Mechanism-Kabel funktionieren, weil eigentlich die Mechanism-Kabel dafür sorgen sollten, dass man auf keinen Fall sich irgendwie Gedanken machen muss über Kompatibilität. So, das hier wird definitiv funktionieren. Der hat genug Strom, das weiß ich jetzt schon durchs Ausprobieren. Wir lassen jetzt den Advanced Energy Cube einfach mal noch weiter drainen. Wir sehen, der verliert ein bisschen Strom, weil er keine Zufuhr bekommt, sondern ihm wird nur Energie abgezogen. Das ist also eine zusätzliche Unterstützung. Das macht jetzt eigentlich nichts aus. Und wir können jetzt in der Zwischenzeit
die Energy Upgrades bauen. So, die bauen wir zuerst, weil die Speed Upgrades sonst den ganzen Strom fressen. So, da brauchen wir Gold Dust. Wow. Okay, und ich brauche noch mehr Enriched Alloys. Jetzt gucken wir mal, ob wir für die Speed Upgrades auch Advanced Enriched Alloys brauchen. Jawohl. Also wir haben insgesamt 12 Upgrades, das heißt, ich brauche nochmal 24 Enriched Alloys. Okay. Was ist das? Ach, das Osmium. Okay. Also, wir brauchen noch mal ein bisschen mehr Iron. So, das genügt. 24 müssen wir noch mal herstellen. Gut. Da bin ich gerade fertig mit dem Wartespiel und da fängt es schon wieder an. Gut, 24 davon. Und dann brauchen wir für das Speed Upgrade Osmium Dust. Also noch mal 4-mal Osmium Dust herstellen. Hier 4 Stück und das nehmen wir da raus. So, 4-mal Osmium Dust und dann brauchen wir außerdem noch für das Energy Upgrade brauchen wir Gold Dust. Also 8-mal Gold Dust. Und ich glaube, davon haben wir wieder mal nichts. Dann müssen wir hier kurz Osmium Dust? Wir haben ja noch Osmium Dust. Warum haben wir denn noch Osmium Dust übrig? Sieht so aus, als hätte ich mich bei Osmium Dust verzählt. Oder verrechnet. Wo ist denn jetzt Osmium Dust hingegangen? Oh, hier rein. Auch interessant. Klar, das geht hier rein, aber nicht in den Energy Kondenser, weil der keinen EMC-Wert hat. Deshalb verstopft Osmium Dust jetzt diesen Hopper. Und da kam eben der vierte. Okay, Osmium Dust hatten wir aus irgendeinem Grund noch. Ist auch interessant. Wir müssen jetzt hier erstmal ein Gold herstellen. So. Gold, 6 Stück. Brauchen wir aber noch ein bisschen mehr. So, wunderbar. 10. Okay, und das muss jetzt auch in den Crusher rein. Nämlich 8 Stück, hatten wir gesagt. So. Gut. Okay. Das lassen wir jetzt erst einmal wieder arbeiten. Und denn, nee, wir brauchen ja noch was. Wir brauchen nämlich 2-mal Glas pro Upgrade. Wir haben 12 Upgrades, also brauchen wir 24 Glas. Wir haben 25. Okay, gut. Wir lassen es einfach mal arbeiten. Bisschen Geduld. So, da sind wir fertig. Die Enriched Alloys sind durch. Unser ganzes Dust haben wir auch schon. Das heißt, wir werden hier jetzt 8 Energy Upgrades herstellen. Und dann die 4... Ach, Quatsch. die 4, ja doch, Speed Upgrades. So, bam. Okay, gut. Das werden wir jetzt erstmal. Dem werden wir jetzt erstmal hier diese 8 Energy Upgrades geben. Und das bedeutet, er wird weniger Strom verbrauchen. Wir sehen, er hat einen Effekt von 2,37 jetzt mit 3 Speed Upgrades. Das heißt, er verbraucht weniger Strom. Das ist natürlich gut. Er wird dadurch nicht schneller, aber das ist so ein bisschen der Ausgleich für die Speed Upgrades. Da er hat jetzt zehnfache Effizienz bei Strom. Und jetzt braucht er nur noch 14 Redstone Flux pro Tick. Okay. Aber wir wollen natürlich mehr Geschwindigkeit haben. Und da wird der Effekt auch gleich auftreten. Wie gesagt, wir können uns nicht mehr Speed-Upgrades leisten, ansonsten reicht unser Strom nicht mehr. 3,16-fache Geschwindigkeit. Und jetzt braucht er wieder 140 Redstone Flux pro Tick. Aber ihr seht, es geht deutlich schneller. Es geht aber... Nee. Ich glaube, der Export kommt nicht mehr hinterher. Der Export kommt nicht mehr hinterher. Die Pipes sind zu langsam. Wow. Wir werden dem mal hier kurz helfen und das mal einmal auf Null stellen. Aber die Pipes sind zu langsam. Wir sehen die erste Lane hier. Der erste Slot füllt sich einfach. Er ist nicht schnell genug. Er kann nicht alle exportieren, bevor sich das füllt. Wow. Wir sind auf dem Maximum. Wir sind auf der maximalen Effizienz von unserem System. Es kann nicht schneller werden, weil die Pipe nicht schnell genug ist, um das zu exportieren. Wow! Wir könnten natürlich noch versuchen, noch eine Pipe unter die Maschine zu setzen, damit wir einen zusätzlichen Export-Slot haben. Das wollen wir mal fix machen, aber zuerst gehen wir ins Bett, damit die Solar Generator wieder arbeiten können. Ansonsten verlieren wir hier Strom. Das wäre nicht so gut.